ゴーグル、お前のその光るピストル、もう俺には効かねえ。だからもうやめとき。In der heutigen Theorie geht es um Imusamas Herkunft und über seine Geschichte. Dies und mehr erfahrt ihr in dem Video. Bevor es mit der Theorie anfängt, Leute, werde ich euch erstmal das Inhaltsverzeichnis vorlesen, damit ihr genau Bescheid wisst, ab welcher Minute das und das Thema anfängt, damit ihr dann genau Bescheid wisst und euch vielleicht als Übersicht dient, falls ihr manche Punkte nicht anschauen wollt oder anhören wollt. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, die ganze Theorie anzuhören, damit ihr über alles Bescheid wisst und die ganze Theorie versteht. Ich muss dazu sagen, dass ich die Theorie von Alpha Too Late habe, zumindest den Grundgedanken davon. Ich habe diese Theorie aber noch weiter gespinnt und meine Ideen noch mit reingebracht und noch ein paar Sachen rausrecherchiert, die er nicht angesprochen hat. Das heißt, checkt auf jeden Fall erstmal sein Video ab, damit ihr Bescheid wisst. Also ich habe die Theorie nicht selber von mir aus dem Kopf rausgehauen, aber ich habe auf jeden Fall die Theorie von ihm mich inspirieren lassen auf jeden Fall. Und die Theorie ist auf jeden Fall ziemlich krass, also gib jetzt schon mal ein Like da, weil diese Theorie ist so heftig, weil da finden wir etwas raus, was uns alles schockieren wird. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Punkt 1, darum geht es. Zweiter Punkt, Parallelen aus One Piece zu dem Ägyptischen Reich. Dritter Punkt, alle Anlehnungen und Hinweise, dass Imusama an Imhotep angelehnt ist. Vierter Punkt, Imusamas mögliche Verbindung zum Kosmos. Fünfter Punkt, die Geschichte von Imu und dem alten Königreich, Imusamas Verbindung zu Alabasta. Sechster Punkt, Hinweise zum heiligen Schatz von Mary Joa und zum One Piece. Siebter Punkt, Fähigkeiten und Stärke. Und der letzte Punkt, Punkt 8, Fazit. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Also um was geht es bei dieser Theorie? Imusama ist ein göttliches Wesen. Was hat Imusama mit dem alten ägyptischen Reich zu tun? Und das könnte das One Piece sein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Parallelen aus One Piece zu dem ägyptischen Reich. Alabasta ist ganz klar an Ägypten angelehnt. Zum Beispiel haben wir da die Wüste, der Palast und die Kleidung der Menschen sind sehr stark an das ägyptische Reich angelehnt. Die Schutzgötter von Alabasta, Peru und Chaka sind an Anubis und Horus angelehnt. Das Wüstenland mit dem großen Fluss, das sich durch Alabasta zieht, ist angelehnt an die Sahara und den Nil. Die im Alabaster-Ark auftauchenden Banan-Krokodile sollen wohl an die im antiken Ägypten als heilig verehrten Krokodile anspielen. Imusama ist an Imhotep angelehnt, ist ein sehr wichtiger Mann aus dem alten Ägypten, darauf gehen wir später noch genauer ein. Neferkare ist eine altägyptische Königsfamilie, und wie wir wissen gibt es in One Piece die Nefeltari-Familie, ist eine königliche Blutlinie, die das Königreich Alabasta seit mindestens 800 Jahren regiert. Und eine der 20 königlichen Familien, die die Weltregierung gegründet haben. Auch eine sehr, sehr krasse Parallele, finde ich, weil diese Namen sind fast 1:1. Im Deutschen wird zwar Nefeltari gesprochen, aber im Original wird Nefertari gesagt. Und Neferkare und Nefertari ist fast identisch, also deswegen ist es sehr, sehr stark daran angelehnt. Dann haben wir einen Charakter und zwar Mumi. Er ist ein Zaubermeister, der an Doflamingos Turnier um die Feuerfrucht von Ace teilnimmt. Also die Anlehnung hierbei ist eigentlich, dass sein Name an eine Mumie angelehnt ist und diese ganzen Bandagen um ihn herum. Also sein Design spricht auch sehr, sehr viel Ägypten, muss ich sagen. Das waren eigentlich alle Parallelen aus One Piece zu dem ägyptischen Reich. Vielleicht gibt es noch einige mehr, aber das sind eigentlich so die, wo ich rausgefunden habe und die finde ich am wichtigsten sind oder die am offensichtlichsten sind. Falls ihr weitere Parallelen habt, schreibt es unten in die Kommentare und ich würde sagen, kommen wir zum dritten Punkt. Alle Anlehnungen und Hinweise, dass Imusama an Imhotep angelehnt ist. Bevor wir auf Imhotep eingehen, und zwar gibt es eine Manga-Serie von Makoto Morishita, die heißt Im, Great Priest Imhotep, die von 2015 bis 2018 in Japan erschien. Das Werk ist in die Genres Shonen, Comedy, Action und Drama einzuordnen. Das heißt, wir haben schon mal eine Manga-Serie, die wirklich nur um Imhotep geht, ist auch ganz wichtig. Imusama und Imhotep haben beide ein im Namen, das ist für mich gar kein Zufall, ehrlich gesagt, deswegen, also ist es ziemlich safe, dass Imusama an Imhotep angelehnt ist, finde ich zumindest. Imhotep bedeutet auf Altägyptisch, der in Frieden kommt. Und wir wissen, dass Imusama zwar einen Frieden gerade beherrscht, aber das ist so ein falscher Frieden, deswegen könnte es auch so eine kleine Parallele sein, darauf werden wir aber auch später eingehen. Imhotep war um ca. 2700 vor Christus ein Hohepriester vom Altägyptischen Reich. Zudem war er Schriftgelehrter, Erfinder, Magier, Ratgeber von Pharao Djoser und Begründer der ägyptischen Medizin. Somit ist er auch ein Doktor. Im Neuen Reich sogar wurde er als
Heilgott bezeichnet oder beziehungsweise verehrt. Außerdem ist er eines der größten Mysterien von Ägypten, genau wie Imsama in One Piece ist. Ist ja einfach so. Das größte Mysterium ist Imsama und eigentlich die ganze Geschichte und so weiter. Da hat Imsama auf jeden Fall viel damit zu tun. Imhotep soll der Erfinder der Hieroglyphen, der Medizin und des ägyptischen Kalenders gewesen sein. In One Piece gibt es ja die Pornoglyphen, vielleicht hat Oda sich von den Hieroglyphen inspirieren lassen. Das erste Mal sahen wir ein Pornoglyph in Alabasta im Kapitel 202. Und wie wir wissen, ist Alabasta an Ägypten angelehnt. Also das heißt, ist auch so eine kleine Parallele, die eigentlich dafür spricht und finde ich einfach ziemlich krass. Kommen wir zum letzten Hinweis, dass Imusama an Imhotep angelehnt ist, und zwar der Geschichtsschreiber Maneto bezeichnete Imhotep als Baumeister, der die Arbeit mit behauenen Steinen einführte. Die Kozuki-Familie sind bis dato die einzigsten, die Pornoglyphe bearbeiten bzw. meißeln können. Wieder eine Parallele, auch wenn ich nicht glaube, dass Imhotep selber die Pornoglyphe erschaffen hat, aber das ist halt eine kleine Parallele zu Imhotep, zu One Piece. Und das waren wirklich alle Hinweise oder Vergleiche, die dazu dienen, warum Imusama an Imhotep angelehnt. Und jetzt kommen wir zu meinem ganz wichtigen Punkt, Imusamas mögliche Verbindung zum Kosmos. Das ist auch verdammt wichtig, um ein bisschen seine Rasse herauszufinden. Jetzt wird es verdammt interessant und haltet euch fest, es wird richtig crazy jetzt. Also nach Imhotep wurden folgende Weltraumobjekte benannt. 1960 wurde ein Asteroid entdeckt und wurde nach Imhotep benannt. Ein Krater auf dem Planeten Merkur heißt auch Imhotep. Eine Gegend auf dem Komet Churyumov-Gerasimenko ist auch an Imhotep angelehnt, auch ganz krass finde ich. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Imsama einen sehr langen Kopf hat oder dass die Arme viel zu viel Abstand zum Kopf haben? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er kein normaler Mensch ist. Viele sagen ja auch, dass Dr. Vegapunk zum Beispiel einen langen Kopf hat, genau wie Imusama, aber das bezweifle ich eher. Könnte zwar sein, aber kann man nicht genau sagen. Und deshalb könnte Imsama so eine Art Außerirdischer sein. Dadurch wäre es ja möglich, dass Imsama sehr intelligent ist, da er diesen Kopf hat, und vielleicht wenn Dr. Vegapunk auch seinen Alien-Kopf haben könnte, dann wäre das verdammt gut möglich. Aber ihr werdet vielleicht schon verstehen, warum das so viel Sinn macht. Es setzt sich erstmal sehr verrückt an, aber wartet mal Leute, da gibt es noch viele andere Punkte, die dafür sprechen. Und zwar ein weiterer Punkt ist, Imhotep war geübt in Astronomie und war bekannt als Architekt des Kosmos bzw. Weltalls. Da haben wir schon die nächste Verbindung. Er lehrte die Bewegungen von Sternen und Konstellationen oder hat sich bestimmt davon inspirieren lassen. Genau deswegen könnte Imsama eine Verbindung zu dem Weltraum und Außerirdischen haben. Oder vielleicht sogar einer sein, darauf gehen wir jetzt ein. Und zwar sahen wir mal in einer Coverpage von Edel einen Alien-Piraten auf dem Mond und diese hatten einen Jolly Roger, auf dem ein verlängerter Kopf abgebildet hat. Das heißt, es gibt schon mal Aliens, die so einen verlängerten Kopf haben. Damit wird es eigentlich bestätigt, dass es Aliens in One Piece gibt, die aber von niemandem aufgeklärt wurden. Also die Himmelsdrachenmenschen zum Beispiel mit ihren Raumanzügen könnten ja vielleicht eine Vorstellung darauf sein, dass die Weltregierung ja aktuell von einem Alien regiert wird. Finde ich schon verdammt interessant und finde schon, dass es eine Vorstellung sein könnte. Warum sollten sonst die Himmelsdrachenmenschen das haben? Kommen wir auch noch zu einem sehr interessanten Punkt, finde ich. Professor Kleeblatt zeigte uns damals den Globus mit vielen Planeten. Ein Planet könnte davon der Heimatort von Imsamas Rasse sein. Finde ich schon ziemlich glaubwürdig, und wenn man schon diesen Globus zeigt und Kleeblatt war ja wahrscheinlich kurz davor, alles rauszufinden, deswegen ist es schon ziemlich logisch, dass es noch andere Planeten gibt. Wir haben ja zum Beispiel den Mond und ich denke, es wird auch andere Planeten geben. Ob jetzt Imsama von einem Planet oder vom Mond kommt, weiß ich nicht, aber ich denke eher mal von einem anderen Planeten. Also, wenn die weiteren Piraten zum Mond reisen konnten, dann könnten doch andere Aliens auch zur Erde reisen. Laut dieser Theorie begab sich dann Imsama zur Erde, um es zu regieren. Aber erst einmal musste er das Vertrauen der Bevölkerung für sich gewinnen. Nun beginnt eigentlich die wahre Geschichte von Imsama und warum Alabasta so wichtig für ihn war. Während einer 7-jährigen Hungersnot soll Imhotep dem König geraten haben, diese dadurch zu beenden, dass er Khnum, dem Gott der Nilfluten, opfern sollte. Wie es heißt, war dieser Rat hilfreich. Zur realen Bekämpfung der Hungersnot in Dürrezeit entwickelte er ein neues Bewässerungssystem, welches die Wasserversorgung der Felder selbst bei niedrigen Pegeln des Nils verbesserte. Schon zu Lebzeiten war Imhotep deshalb hoch geachtet von der Bevölkerung. Also möglich wäre es, dass Imsama Ratgeber vom ersten Nefertari-König war. Er half ihm die Dürre aufzuhalten und wurde von dem Volk etc. verehrt. Da er Wunder bewirken kann, wurde er als Held bezeichnet. Ich glaube auch, dass er immer einen Raumanzug anhatte, um sich selber eine Art göttliche Aura zu geben. Durch sein fortschrittliches Wissen und Technologie konnte er Wunder bewirken.
zum Beispiel mit neuen Erfindungen etc. Bald ging Imsamar auch zu anderen Königreichen, um seine Wunder zu vollbringen. Alle Menschen aus diesen Königreichen liebten Imsamar und sie begannen ihn wie ein Gott zu verehren. Aber warum natürlich, fragt ihr euch jetzt? Das liegt daran, dass er sie angelogen hat und zu ihnen sagte, er sei ein Heiliger vom Himmel. Deswegen haben zum Beispiel die Tenryubitus den Sankt-Titel in ihrem Namen oder Saint wie im Englischen. Ein Heiliger ist jemand mit einem außergewöhnlichen Grad an Heiligkeit oder Nähe zu Gott hat. Der Ursprung, warum sie sich selbst Heilige nennen, hängt mit Imsamar zusammen. In der heutigen Zeit wird ja oft gesagt, dass viele alte Kulturen gesehen haben, wie Außerirdische herabkamen und sie verehrten. Sie kannten keinen Begriff von Außerirdischen, also war ihre einzige Erklärung für diese Wesen, sie als Gott oder Engel zu bezeichnen. Imsamar wurde dann als Sankt Im bekannt und predigte der Welt über Götter und den Himmel, aber ein Königreich erkannte die Lügen von Imsamar. Dreimal dürft ihr raten, welches Königreich das war. Das antike Königreich war wahrscheinlich sehr fortgeschritten in der Technologie und deshalb kreierten sie Waffen wie zum Beispiel Pluton, also die antiken Waffen. Ich glaube auch, dass sie intelligente Astronomen hatten und die fanden dann später heraus, dass Imsamar kein Gott oder Engel ist, sondern einfach ein Alien aus irgendeinem anderen Planeten. Wie sie genau das herausgefunden haben, weiß ich jetzt nicht, aber die werden schon ihre Mittel gehabt haben. Das antike Königreich fing dann an, die Wahrheit über Imsamar zu verbreiten. Imsamar wurde dann klar, dass er das antike Königreich und das Wissen aus der Geschichte auslöschen musste. In einigen Theorien wird ja behauptet, dass der Clan der Dies die Teufelsfrüchte erschuf. Dies führte zu Propaganda, mit der sie als Dämonen bezeichnet wurden. Imsamar erschuf diese Propaganda und erzählte den 20 Königreichen, dass der Clan der Dies die natürlichen Feinde Gottes sind, wie es damals ein Corazon beschrieben hat. Finde ich schon ziemlich logisch. Also ihr seht schon, es macht vieles verdammt viel Sinn. Also Imsamar versprach auch, die 20 Könige in Heilige zu verwandeln wie er, dessen Linie die Welt für immer regieren würde, aber nur, wenn sie sich vereinigen würden, um den Clan der Dies zu besiegen. Die Königreiche vereinigten sich und zerstörten gemeinsam das antike Königreich der Dies. Danach gab Imsamar den Königen den Titel Heilige. Somit waren die Himmelsdrachen Menschen und die Weltregierung geboren. Aber wie wir wissen, war der Urkönig von Alabasta nicht daran interessiert, ein Tenryubito zu werden. Er muss die Wahrheit über Imsamar nach der Niederlage des alten Königreichs erkannt haben und hat zutiefst bedauert, an was er teilgenommen hat. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, warum Imsamar vielleicht König Cobra und Vivi auslöschen will, weil vielleicht auch Vivi oder Cobra etwas davon wissen könnten. Wäre nur eine Möglichkeit, wollte ich mal nur in den Raum werfen, diese Idee. Ich glaube auch, dass Imsamar den Tenryubitus die Raumanzüge gab, er hat einfach welche entworfen, da er selber ja schon einen hatte. Das war seine Art, sie genau wie ihn besonders zu machen, aber er tat das natürlich nur, um ihren Egos zu gefallen. Denn er war immer noch der einzige Herrscher der Welt, wie wir jetzt bereits wissen. Die lange Zeit und die viele Macht haben sie jedoch größenwahnsinnig werden lassen, sodass sie sich sogar zu gut sind, die gleiche Luft wie normale Menschen zu atmen, weswegen sie Glaskuppeln oder Seifenblasen als Helm tragen und sich ihre Atemluft in Tanks mitbringen, wenn sie aus Mirijoa herabsteigen. Somit ist auch der wahre Grund, warum sie diese Raumanzüge tragen, verloren gegangen. Diese verborgene Wahrheit ging verloren, weil Imsamar seine Identität während des leeren Jahrhunderts auslöschte. Das liegt daran, dass er erkannte, dass die Menschen schließlich die Wahrheit über seine Herkunft entdecken und sich gegen ihn auflehnen würden. Die fünf Weisen sind die einzigsten, die über Imsamars Existenz wissen. Wahrscheinlich waren die fünf Weisen damals fünf von den 19 Königen, denen Imsamar am meisten vertraute. Ich könnte mir jetzt mal aber auch noch vorstellen, dass sie diese fünf Weisen, also diese fünf Könige, während der Schlacht gegen das antike Königreich am stärksten waren, beziehungsweise gezeigt haben, dass sie verdammt stark sind. Ich glaube auch, das sind die fünf stärksten Könige gewesen. Man sieht man an ihren Narben etc. Das heißt, diese fünf Weisen sind einfach krasse Kämpfer und ich glaube, die dienen jetzt einfach Imsamar als Wächter oder als Handlanger sozusagen. Also theoretisch kann ein Imsamar diese fünf Weisen befehligen und sagen, ja, lösch mal das und das aus. Also ich glaube auch, dass die fünf Weisen verdammt stark sein werden. Es ist auch sehr interessant, dass die Bedeutung der fünf Weisen die fünf alten Sterne sind. Ein Stern ist eine Sonne und Imhotep war ein Hohepriester des Sonnengottes Ra. Es kann sein, dass der Gott der Welt während des verlorenen Jahrhunderts Ra darstellte und Imsamar diente als Hohepriester dieses Gottes. Der Sonnengott Ra wird oft mit einem Vogelkopf dargestellt. Ich erwähnte ja vorhin, dass Imsamar einen verlängerten Kopf hat, aber das könnte auch ein verlängerter Vogelkopf sein, um Ra näher zu kommen.
Auf diese Weise konnte er so viele Menschen eine Gehirnwäsche unterziehen, um zu glauben, dass er mit diesem Gott verbunden war. Somit wäre es auch nicht verwunderlich, warum sie ihm alles geglaubt haben. Es gibt noch eine weitere Vogelverbindung mit Imhotep. Eine seiner Titel lautete Der große Ibis und der Ibis ist eine Vogelart. Diese Vögel gelten als die Manifestation des Imhotep. Erinnert euch zurück, es gibt ein Alien, der aussieht wie ein Hund mit einem verlängerten Kopf. Also sollte ein Vogel-Alien möglich sein, finde ich. Also ist er sozusagen ein Vogel-Alien mit einem verlängerten Kopf. In dem Film Die Mumie wurde Imhotep als unsterblicher Bösewicht dargestellt. Oder könnte sich von dem Film inspiriert haben, um Imsama unsterblich zu machen. Ist auch ziemlich safe, dass Imsama unsterblich ist, weil er wird bestimmt von der alten Zeit kommen. Da bin ich mir verdammt sicher. Kommen wir jetzt zum Grabmal von Imhotep bzw. von Imsama. Das Grab von Imhotep und seine Mumie sind ja bis heute verschollen. Doch es wird in der Nähe der Stufenpyramide vermutet. Also ist es von Ägyptologen der größte Traum, dieses Grabmal zu finden. Piraten von One Piece suchten ja auch alle den Schatz von One Piece, doch bis jetzt hat ihn noch niemand gefunden, könnte eine sehr interessante Parallele sein. Das Grab liegt wahrscheinlich auf Raftel, glaube ich zumindest, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also gibt es wahrscheinlich einen Sarkophag von Imsama. Natürlich ist Imsama nicht tot, er hat wahrscheinlich seinen Tod im verlorenen Jahrhundert vorgetäuscht, damit niemand von seiner Existenz weiß. Also dieser Sarkophag, der ja auf Raftel liegt, könnte das One Piece sein. Die oberen Punkte unterstützen ja diese Idee. Aber ich werde euch gleich noch ein paar Punkte liefern, warum das Sinn macht. Das ist wirklich krank, warum dieser Sarkophag das One Piece sein könnte. Finde ich schon krass. Nicht, dass wir jetzt hier das One Piece herausgefunden haben. Das wäre ultra krank. Auch wenn wir das rausgefunden, auch wenn es wir rausfinden würden, beziehungsweise Alpha Too Late, dann wäre es so, dass Oda das wahrscheinlich eh ändern würde. Was aber schade wäre. Mal gucken. Sarkophage haben alte Inschriften des Namens der Toten, die in ihnen wohnen. Der Name Imsama wird auf dem Sarkophag bestimmt stehen. Deshalb wünscht Imsama nicht, dass jemand das One Piece findet. Der leere Sarkophag ist das One Piece, somit der einzige Beweis, der seine Existenz bestätigt. Deswegen will er ja nicht, dass das One Piece gesucht wird, da man sonst dadurch seine Existenz wissen würde. Und da er leer ist, wird es die Leute fragen lassen, was mit ihm passiert ist. Bis Ruffy das One Piece findet, wird Robin bereits von den Poneglyphen gelernt haben, dass Imsama die Weltregierung regiert. Die Strohhüte werden den leeren Sarkophag den Königreichen der Welt zeigen und Robin wird ihnen das verlorene Jahrhundert erklären. Wenn das alle Königreiche erfahren, dann ist die Scheiße am Dampfen für die Weltregierung. Denn dann wird es zum letzten Krieg gegen die Weltregierung kommen. Holy shit, ist das eine crazy Theorie, meine Fresse. Wenn das wirklich stimmt, Alter, dann Hut ab, alles. Wenn echt der Sarkophag das One Piece ist, dann wäre es verdammt heftig. Aber ich finde, es macht schon verdammt viel Sinn und darauf sind bis jetzt nicht wirklich viele gekommen. Beziehungsweise niemand gekommen, also Props gehen auch raus an Alpha Too Late, einfach heftig. Ich wollte euch die Theorie auf jeden Fall präsentieren, habe noch halt noch meine eigene Idee noch mit reingebracht und habe noch ein paar Sachen rausgefunden, das ist einfach zu heftig. Ich würde sagen, kommen wir jetzt zum sechsten Punkt. Hinweise zum heiligen Schatz von Mary Joa. Doflamingo erwähnte ja auf Dressrosa bereits, dass er Kenntnis über einen geheimen Nationalschatz in Mary Joa habe. Allein das Wissen über die Existenz dieses Schatzes könnte seine Aussage nach die Welt erschüttern. Laut Doflamingo hätte er mit Hilfe von Trafalgar Laws Doppelskräften den Nationalschatz benutzen, um so die ganze Welt zu beherrschen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass Imhotep selbst der Schatz von Mary Joa ist. Hört sich erstmal verdammt verrückt an, aber könnte verdammt gut möglich sein. Und Doflamingo könnte mit Hilfe Laws Frucht mit Imhotep die Körper tauschen wollen. Versteht ihr? Wenn es die Welt erschüttern würde, dann wäre ja ein Imhotep schon dazu fähig, die Welt zu erschüttern, weil er immerhin über allem steht und die fünf Weisen befähigt etc. oder vielleicht noch geheime Fähigkeiten oder sowas hat oder Kräfte hat. Dazu kommen wir auch jetzt, eine gute Überleitung. Kommen wir zum siebten Punkt und zwar Fähigkeiten und Stärke. Da ist ein bisschen mir spontan eingefallen und zwar glaube ich eigentlich eher, dass er nicht wirklich stark ist, also es wird kein Endgegner sein, sondern ich glaube eher, dass Imsama intelligent ist, wie wir ja bereits wissen. Das heißt, er wird verdammt schlau sein und sehr, sehr taktisch sein und das könnte vielleicht so eine krasse Stärke oder in Anführungszeichen Stärke sein von ihm, jetzt nicht körperliche Stärke, aber halt so ein krasser Faktor, wie er zum Beispiel so lange regieren könnte und etc. all die Leute anlügen könnte und wir wissen ja nicht, was er noch alles drauf hat. Dann darf man auch nicht außer Acht lassen, er befehligt die fünf Weisen und die fünf Weisen werden verdammt strong sein. Ich denke locker Kaiserlevel, wenn sogar nicht, ich denke sogar über Kaiserlevel. Holy shit, das wäre auf jeden Fall auch krass. Eventuell ist der Schatz von Mary Joa, den er wahrscheinlich Imsama besitzt, seine Waffe somit. Also das heißt, er hat zum Beispiel vielleicht unten in der Kammer starke mumifizierte Kämpfer aus alter Zeit, die er wiederbeleben kann. Das ist verdammt gut möglich, weil er ein Doktor ist und dieses Mumifizieren auch in Ägypten sozusagen auch mit erfunden hat, kann es verdammt gut möglich sein, dass er das auch mit
in der One Piece Welt gemacht, also dass Imsama das auch machen konnte, zum Beispiel mit gefallenen toten Körper, die er damals dann mumifiziert hat, um sie quasi in Anführungszeichen jetzt nicht am Leben zu halten, aber dass der Körper quasi nicht zerfällt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass er die dann wiederbeleben könnte. Wie genau, wissen wir nicht, aber da wird er schon seine Mittel irgendwie haben. Ich meine, wenn er es schon schafft, seinen Körper oder die fünf Weisen unsterblich zu machen, dann wird er es wohl hinkriegen, tote Körper, die mumifiziert wurden, wiederzubeleben. Finde ich verdammt gut möglich. Ich weiß, sehr abgespaced, ist aber nur eine Idee, die ich raushauen wollte. Und stell dich mal zum Beispiel vor, wir haben ja unten diesen riesen Strohhut. Viele Theorien gehen davon aus, dass dieser riesen Strohhut dem Anführer des Dies gehörte, der vielleicht ein Riese war oder etc., dass er den vielleicht zum Beispiel wiederbeleben könnte, der vielleicht verdammt stark war, kann ich mir alles gut vorstellen. Vielleicht noch viele andere Kämpfer, die heftig waren vom antiken Königreich oder vielleicht anderen Königreichen, das kann ja alles gut möglich sein. Und das könnten vielleicht auch die krassen Endgegner für die Strohbande sein oder halt die fünf Weisen. Aber sonst glaube ich nicht, dass er jetzt irgendwie Magie einsetzen kann oder wie Imhotep oder sowas. Das glaube ich nicht, das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht hat er aber auch irgendwelche Erfindungen, die er benutzt, das wissen wir auch nicht. Vielleicht arbeitet er mit Vegapunk zusammen, das kann ja auch alles sein. Aber ich denke, an sich wird er nicht krass stark sein. Kommen wir zum Fazit. Imsama basiert auf dem legendären Hohepriester Imhotep und ist auch der Hohepriester der Weltregierung. Er ist ein Außerirdischer, der sein fortgeschrittenes Wissen und seine Technologie nutzte, um die Welt dazu zu bringen, zu glauben, dass er während des verlorenen Jahrhunderts ein Gott und Heiliger vom Himmel war. Imsama zerstörte das antike Königreich, weil sie die Wahrheit über seine Herkunft kannten. Er gilt als fiktives Wesen, aber die Strohhüte werden sein Grab auf Raftel entdecken und es wird der Welt seine Existenz beweisen.